Sie sind hier, 27. Januar 2019, 10.08 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Laura Dahlmeier kommt nach ihrer Pause immer besser in Form. Urheberrecht Getty Images. Laura Dahlmeier greift beim Massenstart an. Nach dem zweiten Platz in der Verfolgung soll nun der Sieg her. Bei den Männern ist Arndt Peiffer gut drauf. Laura Dahlmeier hat Verfolgungsrennen beim Weltcup in Antholz an ihren starken vierten Rang vom Donnerstag im Sprint angeknüpft. In der Verfolgung lief Dahlmeier auf Rang 2. Nur Dorothea Wehre war zu stark für die deutsche Biathletin. Zum 20-Weltcup-Sieg ihrer Karriere fehlten der siebenmaligen Weltmeisterin nur 6,0 Sekunden. Damit meldete sich Dahlmeier rund 6 Wochen vor der WM in Östersund endgültig in der Weltspitze zurück. Service Biathlon Kalender, die anderen Damen hatten bei der Verfolgung weniger Erfolg. Franziska Hildebrand, 18. Caroline Heuchler, 21. Denise Herrmann, 23. und Vanessa Hinz, 26. verpassten vordere Platzierungen. Im Massenstart will sie dann endlich ganz oben auf dem Treppchen stehen. Biathlon, Massenstart der Damen, 12.45 Uhr im Live-Ticker, versöhnlicher Abschluss für Biathlon-Herren. Die deutschen Herren peilen beim Massenstart den ersten Podestplatz des Wochenendes an. Biathlon, Massenstart der Herren, 15.30 Uhr im Live-Ticker. Nach schwachem Sprint lief immerhin Arndt Peiffer in der Verfolgung auf Rang 6. Es siegte, wieder einmal, Johannes Dingnesbø. Das Biathlon-Programm in Antholz, 27. Januar 2019, 12.45 Uhr, Massenstart Damen im Live-Ticker, 27. Januar 2019, 15.30 Uhr, Massenstart Herren im Live-Ticker. Das deutsche Biathlon-Aufgebot für Antholz. Herren, Benedikt Doll, Johannes Kühn, Erik Lesser, Philipp Navrat, Arndt Peiffer, Roman Rees. Damen, Laura Dahlmeier, Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Caroline Heuchler, Vanessa Hinz. So können Sie den Biathlon-Sprint der Herren in Antholz live verfolgen. TV, ZDF Stream, ZDF.de, Live-Ticker, Sport1.de. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bereichen. Mehr